So, hallo zusammen. Hallo Hallo, herzlich Jakob. willkommen zum zweiten EduTalk nach der Sommerpause. Hi Martin. Hi, wir warten sozusagen noch auf die Judith und begrüßen schon mal unsere zugeschalteten Zuhörer und Teilnehmer. So, Ja, jetzt hat es geklappt. heute ein spannendes Genau. Thema. Hallo. Sie sehen unseren heutigen Gast, die Frau Professor Dr. Judith Ackermann der FH Potsdam. Und ich glaube, der Titel heute sagt schon alles aus, über die letzten 7 Monate. Hallo Judith, stell dich doch kurz vor. Ups, sorry. Ja, da sieht man mich schon. Ich sehe mich jetzt nicht, weil ich tatsächlich ein Mensch bin, der auf dem Land lebt. Insofern habe ich gar nicht so viel Internetverbindung anscheinend, dass ich euch alle sehen kann, während ich spreche. Aber genau, ich bin Judith Ackermann. Ich bin Professorin in Potsdam an der Fachhochschule und das jetzt seit 2000, also Ende 2016. Und ich bin da in den Studiengängen der sozialen Arbeit und integriere quasi alles, was mit digitalen Medien zu tun hat, in unseren Bereich. Ich habe so ein paar Forschungsprojekte und der Schwerpunkt ist mit mir eigentlich erst da neu gestartet. Und es geht eigentlich ganz viel darum zu gucken, wie können wir Personen noch mehr zur Partizipation in digitalen Kontexten verhelfen, wie können wir sie gut begleiten, wie können wir auch zukünftige Sozialarbeiterinnen fit machen, um damit dabei zu sein und nicht von vornherein schon zu sagen, oh je, ich will mich in diese digitalen Tiefen nicht einlassen, sondern eben sich eine informierte Haltung zu den einzelnen Phänomenen zu überlegen. Genau. Klingt sehr spannend. Und bevor wir auf die Inhalte kommen, die du uns mitgebracht hast, mit denen wir mit dir besprechen wollen, hat der Jan ein paar Hinweise für unsere Zuschauer. Eine Sekunde, Jan, kommt schon. Genau, weil wir starten ja voll durch nach der Sommerpause. Der Georg, der war schon mal bei uns und das wird auch spannend, weil er nochmal, oder was heißt nochmal, den Escape Room vorstellen wird, wie man das macht. Und da gibt es auch den einen oder anderen Trick, wie man das machen kann, sollte der Fall der Fälle eintreten und die ein oder andere Schule wird nochmal zugemacht. Weil es gibt natürlich auch ein paar Online-Escape-Aufgaben. Ja, die Ines Bieler kommt zu uns, der Martin noch, die Isabel Schuladen, die quasi wirklich letztes Mal die Bude gerockt hat mit ihrem Lernen durch Lehren. Ja, und der Tim und dann der Sebastian Schmidt, der ist ja schon ziemlich prominent mittlerweile. Ja, genau, also spannende Themen. Für alle die nicht live dabei sein können, haben wir noch die YouTube-Aufzeichnung und ganz wichtig heute, weil wir ja auch wieder die Wissenschaft da heute da haben, trauen Sie sich, stellen Sie Fragen, nutzen Sie den Chat oder die Fragefunktion wirklich nur, wenn Sie kein Mikro haben. Wenn Sie das live machen, ist es immer viel lebhafter und besser. Und ich denke, die Judith Ackermann ist bereit, jede Frage zu beantworten. Genau. Gut, danke Jan. Judith, lass uns mal loslegen. Ganz spannend ist ja momentan, du hast auf TikTok ein relativ neues Format jetzt. Ich glaube, du hast die 26. Sendung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder 24. Minute Genau, der Wissen. 26, 26. eine Minute Wissenschaft heißt das Ganze und du veröffentlichst es unter deinem TikTok-Namen Die Professorin. Und magst du mal kurz erklären, was das für dich ist, die eine Minute Wissenschaft, oder was dich bewegt hat, überhaupt auf TikTok zu gehen? Genau, ich bin jetzt schon ein bisschen länger auf TikTok unterwegs, weil es mich auch forschungstechnisch interessiert, was da passiert, weil es natürlich auch im Moment das am krassesten wachsende Netzwerk ist, auf dem sich sehr, sehr viele junge Menschen tummeln. Und habe mir das so eine Weile angeschaut, welche Kreativphänomene da eigentlich platziert sind und auch welche Wissens- und Bildungsformate es schon gibt.
und habe dann gesehen, dass es noch gar nicht so wirklich was gibt im Bereich, also vielleicht jetzt nicht unbedingt Wissenschaftskommunikation, aber auch sowas Studienberatung, Information zur Hochschule auf so einen niedrigschwelligen, auf eine niedrigschwellige Art und Weise. Und ich hatte durch meine Vorlesung, also wir hatten jetzt ja auch die komplette Online-Lehre und da hatte ich meine Vorlesung im Sinne von so kürzeren YouTube-Clips gestaltet zu einzelnen Einheiten. Und da war mir aufgefallen, dass gerade zum wissenschaftlichen Arbeiten die Studierenden manchmal so ein bisschen sich unsicher sind und nicht so wissen, wie sie vorgehen können, aber eigentlich das Sachen sind, die man doch relativ schnell erkennen kann oder sich merken kann, wenn man die nur mal kurz erklärt hat. Und da habe ich quasi so die Idee entwickelt, naja, vielleicht kann man mit so einer Minute, denn das ist das maximale, die maximale Aufnahmezeit auf TikTok, denn so kleine wie so FAQs von Studium und Hochschule beantworten. Und genau, deshalb habe ich das gestartet. Okay, vielleicht wollen wir mal für unsere Zuschauer, die das vielleicht nicht alle kennen, aber die da was verpasst haben bisher, aber sich das anschauen, wollen wir uns mal einfach ein Beispiel anschauen, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Ich spiele es mal kurz ein, Sekunde. Ihr habt mich gefragt, wie wichtig das Gendern in Hausarbeiten ist. Deshalb gibt es dafür jetzt die 16. Minute Wissenschaft. Und je nachdem, mit wem ihr sprecht, erhaltet ihr hier vermutlich unterschiedliche Antworten. Denn ob uns das Gendern wichtig ist, hängt auch damit zusammen, ob wir selbst uns schon ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt haben, welche Rolle Geschlecht in der Gesellschaft spielt und welche Ausprägungen Geschlechtlichkeit einnehmen kann. Denn Sprache ist immer ein Abbild dessen, was wir uns eigentlich vorstellen können. Wenn wir also immer mit dem sogenannten generischen Maskulinum arbeiten, zeigen wir, dass wir die Diversität unserer Welt noch gar nicht so wahrnehmen können und auch nicht das Gefühl haben, dass diese sprachlich abgebildet werden sollte. Wenn ihr euch als Studierende also jetzt entscheidet, in euren Arbeiten in jedem Fall zu gendern, tragt ihr letztlich dazu bei, dass sich die Vorstellungen der Personen, die das lesen, in Bezug auf Vielfalt ausweiten. Und das ist meines Erachtens gerade in der Wissenschaft wichtig, denn die möchte ja immer einen Beitrag zur Realität leisten. Insofern würde ich sagen, ja, macht es auf jeden Fall. Entscheidet euch zwischen den gängigen Verfahren, also der Gender Star oder der Unterstrich, oder nutzt neutrale Formen wie Studierende. Ja, was als erstes auffällt, ist ein unglaublich hohes Sprechtempo. bewundernswert. Aber du hast jetzt gesagt, was dich bewegt hat, das Ganze sozusagen ins Laufen zu bringen. Hast du schon Reaktionen und Rückmeldungen bekommen von Studierenden, also von der Zielgruppe? Genau, also es ist jetzt tatsächlich so kontinuierlich ein bisschen am Wachsen. Also es läuft ja jetzt erst seit knapp einem Monat und es ist ganz interessant zu sehen, dass sich ganz unterschiedliche Personengruppen eigentlich jetzt beteiligen an dem Format oder auch Fragen bringen. Also das freut mich auch super, dass wirklich Menschen Fragen haben und sowohl Schülerinnen als auch Studierende als auch Promotionswillige, die wirklich ihre Fragen posten, teilweise als Kommentare unter die Videos. Teilweise schicken die mir aber auch echt ganz süße Nachrichten, dass sie vorhaben, dies oder jenes zu studieren und sich freuen, wenn ich ihnen da vielleicht dazu noch so eine Minute machen kann. Also es wird klar, ist natürlich jetzt relativ neu und man muss erstmal gucken, dass es sich so ein bisschen verbreitet. Es sind ein paar meiner eigenen Studierenden da, allerdings sind die gar nicht alle so krass auf TikTok. Also sind teilweise auch eher ein bisschen vorsichtig, was verschiedene neue digitale Plattformen angeht. Aber die, die da sind, sind natürlich jetzt ganz glücklich, weil sie so eine Art super fast Kanal zu mir haben und mir ihre Fragen schicken können und dann kriegen sie quasi so ihr eigenes Video, wo ihre Fragen beantwortet werden. Also es geht sich eigentlich ganz gut an und ich, also das Gender-Video ist halt so, finde ich auch ein ganz gutes Beispiel, weil es ja ein eher polarisierendes Thema ist, wo alle ganz unterschiedliche Haltungen zu haben und man in den Kommentaren auch so ablesen kann, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird und wie sich aber auch dann einzelne Menschen aufeinander beziehen, die sich gar nicht kennen. Also auch jetzt kommen dann zum Beispiel, heute sind da auch wieder Kommentare zu diesem Video gekommen, obwohl es ja schon ein paar Tage alt ist, wo Leute auch ganz interessant miteinander diskutieren, ob es jetzt eine Notwendigkeit gibt zu gendern oder eben nicht oder andere Fragen, wie genau das denn funktioniert, wenn sie jetzt im Singular arbeiten. Also man sieht richtig so ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, aber man hat das Gefühl, dass diese kleinen Videos so funktionieren als so ein Ort, unter dem man dann eine weiterführende Diskussion stattfinden lassen kann. Und das finde ich echt ganz spannend, wie sich das entwickelt. Das war mir vorher jetzt auch noch nicht so bewusst, weil ich natürlich aus einer Außenperspektive mir angeschaut habe, wie die Videos funktionieren, wie die Kommunikation stattfindet. Aber jetzt sehe ich natürlich auch selbst, wann welches Kommunikationsartefakt eigentlich da ankommt und wie sich das gegenseitig beeinflusst. Das ist sehr, wirklich sehr spannend zu gucken. Ja, das
Klingt wirklich cool. Ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörer sagen. Wir haben eine Umfrage vorbereitet. Martin, Sekunde. startest du oder soll ich? Ja, ich starte schon. Ist schon Ja, da. kommen Sie schon. Ja, können Sie sich so etwas vorstellen? Wir haben drei Antworten. Vielleicht ist Ihre nicht dabei, dann klicken Sie doch die naheliegendste aus Ihrer Sicht. Und wir warten mal ab, wer schon alles abgestimmt hat. Oh, das wird mal interessantes. Ja, das ist wirklich ein spannendes Ergebnis. Ah, könnt ihr das schon sehen, ja? Ich Wir würde den können Spoiler schon spoilern. ignorieren. Na, wir spoilern noch nichts. Ja. Das hatten wir bis jetzt so noch nie. Genau. Das ist ja mal wirklich interessant. Ich mache jetzt mal die Umfrage zu, Jan, geil. Ja. Ich sag mal, Und dann Alter frage ich die und Ergebnisse. Oh, ich hatte das jetzt bei euren Kommentaren. Parallel hatte ich jetzt erwartet, dass das eher so 33, Nein, 33, nein. 33 ist. Nee, das hatten wir echt noch nie. Ja, ein sehr 100%. eindeutiges Ergebnis. Ja, das ist durchaus spannend, finde ich, weil es natürlich zeigt, dass A, ja, der Judith vielleicht du, also prinzipiell erstmal nur von den blanken Zahlen jetzt Wahnsinn. Jetzt nicht sind wir hoch. alle erstmal still. Genau. Ja, das ist schon mal, also mich freut es prinzipiell, aber Judith, warum glaubst du denn noch, dass junge Leute, du hast ja ein paar Gründe gesagt, dieser Fast Track zum Dozenten und so weiter, aber warum glaubst du denn, dass auch die Zuhörer jetzt der Meinung sind, das könnte wirklich sehr gut funktionieren? Gibt es da noch mehr Aspekte, die dahinter stecken vielleicht? Weil die schnelle Kommunikation ist natürlich ein Aspekt, okay. Die Kürze ist natürlich auch ein Aspekt, warum es gut funktionieren kann, weil ich ganz zielgerichtet mir nur die Inhalte dann anschauen kann, zu denen ich gerade jetzt auch konkret eine Antwort brauche und alle anderen nicht. Letztlich komme ich dann vielleicht trotzdem auf eine relativ lange Dauer, wie ich mir Dinge anschaue, aber habe das Gefühl, dass ich das genauso sortiere, wann ich das jeweils möchte. Also das macht es halt sehr individuell zuschneidbar. Was auf jeden Fall nochmal so ein Vorteil ist gegenüber jetzt sehr langen Formaten. Ne? Oder das kann zum Beispiel auch als eine Art Teaser funktionieren, um dann in was Längeres reingehen zu können. Also dass man, ne, wie so eine Art Erstimpuls hat, sich mit was auseinanderzusetzen und sich dann nochmal da vertiefen kann. Genau, also das würde ich sagen, ist so einer der Hauptgründe. Und natürlich, dass Hierarchien erstmal vollkommen ausgeblendet sind. Also mir schreiben halt Schülerinnen mit Smiley, also mit diesen Emojis, wo so Herzchen um den Kopf sind und freuen sich irgendwie so. Was einfach total niedlich auch ist, ne? Aber wo man ja wahrscheinlich sonst denken würde, dass diese Professorinnentitel und dieser Doktortitel ja erstmal so eine krasse Distanz aufmachen und man uns Profs jetzt auch nicht immer, also gerade wenn man noch in der Schule ist, hat man ja gar keine Gelegenheit, mit so Profs irgendwie zu sprechen. Und dass man jetzt so das Gefühl hat, ich kann einfach so eine Direktnachricht schicken und die schreiben mir dann zurück mit ähnlichen Emojis, ist natürlich eine interessante Veränderung von Kommunikation, die aber auch natürlich eine Herausforderung ist. Also ich glaube, es ist auch für einige noch eine Hürde zu sagen, dass sie da reingehen. Also es wird jetzt immer mehr. Also ich habe es auch so ein bisschen mitbekommen, weil mein Hauptkanal ist ja gar nicht TikTok gewesen, sondern ich bin ja eigentlich mehr in der Twitter-Community unterwegs. Oder das ist jedenfalls mein größeres soziales Netzwerk. Und sehe, dass da jetzt tatsächlich auch so erste Leute von Twitter mit mir mit dahin gekommen sind oder sich dann selbst auch Formate überlegt haben, was man machen kann. Also zum Beispiel zu Open Science ist jetzt was gestartet oder zu Computerspielwissenschaft, zu Game Studies. Und das freut mich natürlich, dass ich dadurch, dass ich die Inhalte da auch teile, für Leute so eine Art, ja, wie so eine Inspiration vielleicht, dass das Format zeigt, wie man das machen könnte. Es ist ja jetzt nicht perfekt, ist ja auch gerade erst gestartet, Ja. aber dass man sich trauen kann, das zu machen. Ich Genau, hätte eine ja. kurze Zwischenfrage, die passt nicht ganz zur Beziehungskompetenz, aber du hast vorher dieses wissenschaftliche Arbeiten angesprochen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du diese Kritik schon bekommen hast oder dass die bald kommt. Wir haben ja bei uns an der Schule auch oft den Vorwurf, ja, mit dem Digitalen, das ist alles gar nicht mehr tiefgründig genug und die Welt ist eh viel zu schnell. Und jetzt kommst du und sagst 60 Sekunden. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja klar. Also mir ist das in dem Format ist mir bis jetzt tatsächlich noch nicht begegnet, sondern es ist eher sind eher positive Rückmeldungen.
Also ich versuche das halt so ein bisschen miteinander zu vermengen, aber es gibt halt auch so wirklich so Hard Facts, keine Ahnung, ne? Wie mache ich ein Literaturverzeichnis, wie schreibe ich eine Einleitung, worauf muss ich irgendwie besonders achten, wenn ich so eine Hausarbeit mache, wie sieht ein gutes Inhaltsverzeichnis aus. Also ich versuche halt wirklich in dieser einen Minute, dass man die sich so zusammenbauen könnte, um dann eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit schreiben zu können. Das ist natürlich vermessen, jetzt zu sagen, ah ja, und dann kann man das besser. Aber ich merke es auch jetzt bei mir selbst, wenn ich zum Beispiel Artikel schreibe, dann höre ich meine Minute zur Einleitung und weiß, okay, ich muss noch ein paar Sachen irgendwie verändern an meiner eigenen Einleitung. Also ich höre mich selbst als so eine Stimme in meinem Kopf. Und ich merke auch von Studierenden, die jetzt die Sachen nutzen, dass es ihnen zum Beispiel geholfen hat, Inhaltsverzeichnisse nochmal umzustrukturieren oder einen besseren Zugang zum Literaturverzeichnis zu bekommen. Also ich würde sagen, es ist einfach eine Ergänzung oder es kann, ne, ein paar Sachen dann schneller klären. Und die wiederholen sich ja auch. Das ist ja auch das Schöne, dass es betrifft ja dann nicht nur meine eigenen Studierenden, sondern auch von ganz anderen Hochschulen oder ganz anderen Studiengängen haben die ja teilweise ähnliche Dinge, mit denen sie sich rumschlagen. Und manchmal sind die Betreuenden, mich inklusive, nicht so gut erreichbar. Und dann ist es natürlich schön, wenn man irgendwie so eine Ressource hat. Und das zeigt aber gleichzeitig auch ein Risiko, weil natürlich kann ich mich auch hinsetzen und sagen, ich bin jetzt hier Professor Dr. Judith Ackermann, das stimmt aber gar nicht. Ne, ich könnte, das Ja. ist ja jedem frei. Also ich hatte jetzt diesen Accountnamen, den gab es jetzt noch nicht, also den hatte jetzt noch kein anderer, die Professorin, aber ja, wissen die denn, ob die mir wirklich vertrauen können? Ich kann ja auch Quatsch erzählen. Also für mich ist Wir natürlich haben ein auch Nein Top. bekommen. Nein. Genau. Nein, also das ist schon, glaube ich, sehr eindrücklich. Ich habe im Vorfeld Schülerinnen von mir im Alter von 14, 15 mal 2 Minuten gezeigt, weil ich mal wissen wollte, wie denen sowas gefällt. Und da war die Reaktion auch, die fänden das für sich auch ganz super für den Unterricht. Für so Deutschaufsätze war auch die Reaktion, dass sie sagen, das wäre toll, wenn es sowas gäbe, so kurz und knackig, weil die auch gesagt haben, dass die Erklärvideos immer alle so, wie du sagst, lang, dröge, viel zu umfangreich sind und man dann sowieso nicht mehr weiß. Also es scheint wirklich ein Format zu sein, das mal ausprobierenswert ist. Und es geht ja auch ganz stark in die Beziehungsebene, wenn wir mal auf das kommen. Und weil du hast ja gesagt, die Hürden sind andere, aufeinander zuzugehen in dem Fall. Distanz spielt vielleicht weniger eine Rolle. Könntest du mal näher erläutern, vielleicht, was für dich dann eigentlich digitale Beziehungskompetenz, weil darum geht es ja auch im Endeffekt heute um Thema oder auch im Kern hier, was das für dich dann eigentlich umfasst oder was es für dich in der Definition bedeutet? Also für mich ist das Zentrale bei digitaler Beziehungskompetenz, dass ich digitale Kanäle als Teil von menschlichen Beziehungen eben mitdenke und mich in denen insofern kompetent verhalten oder bewegen kann, dass ich die zum Aufbau von Beziehungen und so weiter oder ja zur Betreuung am Leben, Aufrechterhaltung, genau, von Beziehungen nutzen kann. Und da spielen natürlich ein paar Sachen mit rein. Also ich muss im Prinzip wissen, was das Spezifische ist an jetzt beispielsweise hauptsächlich digital angebahnten oder auch digital vollzogenen Beziehungen, weil die sich ja nochmal so ein bisschen unterscheiden von Beziehungen, die eigentlich im physischen Kontext gestartet sind und dann aber eine digitale Erweiterung gefahren haben. Gibt es ja auch Beziehungen, die im digitalen Kontext gestartet sind und dann vielleicht später eine physische Erweiterung erfahren. Also quasi zu wissen, was ist irgendwie das Spezifische daran. Also ich muss mich irgendwie auch dafür interessieren, wie diese digitalen Technologien in unser Leben integriert sind, um das machen zu können. Ich muss selbst bereit sein, mich da ein bisschen drauf einzulassen. Also das sehe ich manchmal eine große Hürde, gerade bei meinen Studierenden. Also es kommt jetzt so nach und nach, aber als ich 2016 gestartet bin, hatten sie noch viel mehr Sorgen, sich auf bestimmte Dinge erstmal einzulassen. Aber nur dann kann ich ja eigentlich schauen, wie kann ich das positiv integrieren in gemeinschaftliche Beziehungsgestaltung oder eben nicht oder warum auch nicht. Also ich kann ja auch dann sagen, ich möchte Personen begleiten in der Abkehr von verschiedenen Kanälen. So, also ne, das würde ich sagen, sind so die zentralen Momente. Und letztlich kann ich erst dann wirklich partizipieren. Und für mich ist das TikTok-Beispiel vielleicht so ein bisschen dieser Prozess, also weil ich natürlich auch damit gestartet bin, zu sagen, okay, da gibt's jetzt irgendwie was, da sind jetzt irgendwie super viele Menschen. Warum? Also, ne, weil man ja auch klar aus einer Außenperspektive achtet man ja viel mehr auf das, was jetzt irgendwie so visuell beispielsweise, genau, da habe ich das nochmal so als drei Statements irgendwie zusammengefasst. Genau, das wäre so der erste. Also informieren, ich weiß, es ist irgendwie da, ich gucke, was machen denn die Leute? Und wenn ich aber nur gucke,
ist mir gar nicht klar, wie viel Arbeit beispielsweise in so kleinen Tanzvideos drinsteckt. Ne? Weil man sieht dann 15 Sekunden und denkt, was ist mit den Leuten los? Also mitunter, also ich habe das jetzt nicht gedacht, aber ich meine, ne, um es jetzt so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, warum tanzen die jetzt hier irgendwie durch die Stadt? Ist doch irgendwie Quatsch. Und wenn man dann aber selbst natürlich mal eins macht, das wäre jetzt quasi so Folie 2. Ja. Genau. Dann erkennt man natürlich, wie das funktioniert, wie das gemacht ist und wie viel Aufwand auch darin steckt, ne? Diese Choreos zu erlernen, überhaupt zu finden, mit welchem Trend man sich auseinandersetzen will, sich mit Leuten zu vernetzen, die das dann gemeinsam machen. Also dieses Ganze, wie es tatsächlich entsteht, kann ich nicht wissen, wenn ich mich nicht darauf einlasse und selbst ein bisschen ausprobiere. Also deshalb würde ich sagen, für digitale Beziehungskompetenz ist super wichtig, sich auf Dinge einzulassen. Und dadurch erfahre ich dann auch relativ viel darüber, welche Akteurinnen da jetzt eigentlich noch, das ist quasi der dritte Punkt, ich habe ja nur drei ganz reduzierte Folien mitgebracht, welche Akteurinnen da jetzt noch eine Rolle spielen, die ich vielleicht sonst nicht so im Blick habe. Also, weil natürlich sind das immer Plattformen, auf denen ganz viel an digitaler Kommunikation passiert, die Leute aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen heraus in der Regel ja gestaltet haben. Mhm. Und es gibt Algorithmen, die eine Rolle, also die quasi beeinflussen, wer eigentlich mit wem sich da letztlich vernetzen kann. Also ne, wenn man schon allein an Freundschaftsvorschlagsalgorithmus denkt, der sagt, du könntest auch die und die Person kennen, weil wir dies und jenes gemeinsam gemacht haben, merkt man ja gleich, wie auf einmal eine Technologie Einfluss nimmt auf Beziehungsgestaltung. Und das muss ich natürlich verstehen können, um auch dann aktiv mit dabei zu sein und vielleicht Leute darauf hinzuweisen, wie das funktioniert oder eben auch selbst Akteurin zu werden. Genau, das wären so jetzt meine drei, also ne, informieren, kennenlernen und partizipieren, würde ich sagen. Ja, also wenn du sagst, der Algorithmus hat damit zu tun, ist ja auch bei TikTok ganz das Kernelement des Ganzen, dass vorgeschlagen wird, welche Videos zu einem passen könnten und so weiter, ist ja auch die Diskussion gerade ganz stark drum. Aber dann sind wir ja schon fast im Bereich auch künstliche Intelligenz bei dem Ganzen. Und das ist ja das, wo auch dann immer die Leute plötzlich auch Angst kriegen. Und wie du sagst, du hast jetzt beschrieben, dass in dem Vorfeld, also vor Jahren, das Zögern größer war. Aber wenn man so in unseren Breiten unterwegs ist, mit Schulen, da ist schon noch sehr viel Vorsicht, vielleicht auch Unwissen und Angst drin. Und populärwissenschaftlich wird natürlich auch sehr viel gegen künstliche Intelligenz immer noch platziert oder gegen generell Digitales. Würdest du sagen, was kann man denn denen entgegen, wenn die sagen, dass das eine Gefahr für die menschlichen Beziehungen sind zum Beispiel? Das ist so eine populärwissenschaftliche Phrase. Künstliche Intelligenz und künstliche Elemente machen menschliche Beziehungen kaputt. Was wäre jetzt hier, was würdest du da entgegnen wollen? Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn Dinge undurchschaubar sind für Personen, ne? Weil das ist ja erstmal so eine Art Buzzword, was so nah am Menschen dran ist, also gerade und auch Intelligenz, dass es dann mitunter Sorgen machen kann. Aber man kann natürlich daran arbeiten, zu gucken, was künstliche Intelligenz denn aktuell kann und was sie nicht kann. Ne? Oder gerade zu schauen, wo sie fehlerhaft funktioniert, wo sie beispielsweise Personen miteinander zusammenbringen möchte, wo es gar keinen Grund für gibt, ne? Oder wo sie Gegenstände falsch erkennt, ne? Wo sie dann irgendwie zwischen Hähnchen und was waren das, irgendwelche so Schau-Schau-Hunde keinen Unterschied machen kann und dann denkt, das sind irgendwie auch Brathähnchen, dann kann das einen ja so wieder so ein bisschen erden, weil wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, dass Systeme so intelligent werden, dass sie vollständig alle unsere Eigenschaften übernehmen können, sondern sie können vielleicht einzelne übernehmen und sind ja doch hauptsächlich noch sehr stark darauf beschränkt, Muster zu erkennen und daraus Vorhersagen zu machen. Aber klar, man muss dann tiefer in dieses Thema eigentlich reinschauen. Man muss versuchen zu verstehen, wie auch die Algorithmen funktionieren, um das erkennen zu können, ne? Um erkennen zu können, wie weit es geht oder wie weit es eben noch nicht geht. Wenn man aber von vornherein sagt, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, da lasse ich mich nicht drauf ein, habe ich ja auch ein viel größeres Risiko, das zu überschätzen in seiner Wirkmacht. Du hast gerade gesagt, die künstlichen Intelligenzen sind noch gar nicht so intelligent. Aber gibt es schon irgendwo Chancen oder Möglichkeiten, die du siehst, gerade im Bildungsbereich, wo die konkret Anwendung finden könnten? Ja, also ich meine, die könnten natürlich daraus, also aus Auswertungen könnte ja gut gelernt werden, ne, dass man irgendwie erkennt, welche Art Sprachformulierungen zu welchen Fehlern eher führen.
und dann vielleicht die Sprache direkt anpassen würde. Das könnte ich mir jetzt relativ easy vorstellen, dass das so funktionieren würde. Ansonsten ist ja Bildungsbereich ist ja riesig. Ich kann jetzt nicht so sagen, da gibt es das eine, wo jetzt künstliche Intelligenz, also wir brauchen ja irgendwie eine Art Use Case, wo ganz, ganz viele Daten anfallen. Und meistens fallen ja im Bildungsbereich da Daten an oder ganz viele, wo Sachen ausgewertet werden, ne? So Lernstandserhebungssachen oder sowas, die dann immer wieder gemacht werden. Da könnte man jetzt überlegen, wenn das Ziel dann ist, die Instrumente zu verbessern, also da könnte man natürlich schauen, ob künstliche Intelligenz da unterstützend wirken kann. Oder generell im Sozialsektor wird natürlich auch oft damit gearbeitet, Vorhersagen zu treffen, aber die sind eben teilweise auch noch fehlerhaft. Deshalb sehe ich das dann so ein bisschen kritisch. Also da würde ich mich jetzt noch nicht so festlegen. Würdet ihr sagen, es gibt was, wo es auf jeden Fall... Ja, also es gab ja mal so einen Versuch, wobei da die künstliche Intelligenz eigentlich nur so die Abschlussrechnung gemacht hat. Bitte? Das hängt ein bisschen, ja. Wir warten mal kurz. Ja. Jetzt schaut es wieder gut. Wieder gut aus? Hörst du uns wieder? Achso, ich habe bei mir jetzt wieder ausgeblendet. Ich kann euch jetzt wieder hören. Ja. Okay. Ich höre euch wieder. Ich habe wieder alles ausgemacht. Es gab ja mal diese Idee der Arbeitsblätter oder digitalen Aufgaben, wo dann halt am Schluss gleich die Bewertung voll rauskommt. Aber gerade in Aufgaben, wo viel Text produziert wird, da fällt dann einfach die pädagogische Freiheit auch, ja, das richtig einzuschätzen und zu bewerten. Das ist schon ein Riesenthema. Ja, und da ist auch die Frage, wo ist da jetzt, also weil letztlich braucht ja die künstliche Intelligenz auch immer dieses Lernmoment oder dass sie sich dann verändert, ne? Weil das ist ja dann vielleicht auch eher nur eine Abarbeitung nach einem klassischen Muster. Ich habe diese oder jene Elemente und das führt zu dieser genau, oder jener Bewertung beispielsweise. Das wäre ja, da würde ich jetzt vielleicht noch sagen, dass das gar nicht so zentral vielleicht in künstliche Intelligenz überhaupt reinfällt, sondern erstmal nur computerisierte Auswertungsmethode ist. Also mir würde nur einfallen, dass es im Prinzip bei dem Hoch, es ist ein hoch umstrittenes Thema und ich würde auch jetzt nicht mich äußern wollen, dass ich sage, das wäre so zu lösen aktuell, aber ich glaube, in der Eignung von Kandidaten fürs Lehramt zum Beispiel, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Ansätze gäbe, zu sagen, generell auch in der Jobwelt, wie geeignet ist jemand für bestimmte Positionen, wenn es auch gerade darum geht, eben um Emotionen oder diese Dinge, könnte ich mir vorstellen, dass da was passiert, aber aktuell ist der Stand da, glaube ich, noch nicht so, dass wir da uns mit gutem Gewissen draufstürzen könnten, oder wie siehst du das? Nee, also klar, in Bewerbungsgesprächen wird so ein bisschen damit teilweise experimentiert, ne? Aber es ist halt auch noch so fehleranfällig. Also ich glaube, wir müssen im Moment noch nicht so viel Angst vor dieser künstlichen Intelligenz haben. Da ist noch relativ viel an Entwicklung notwendig. Aber das ist ja eigentlich ein schönes Statement für viele Skeptiker auch, sage ich mal. Für die Offenen ist es auch gut, weil dann kommt noch viel. Und für die Skeptiker, die können sich erstmal ein bisschen zurücklehnen und durchatmen, wenn sie dich jetzt hören. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Gehen wir doch mal. Ja, ich glaube, man muss auch echt einmal überlegen, dass man den Begriff auch. Ach so, dass man den Begriff auch einfach schnell verwendet, ne? Und vielleicht ist es einfach nur eine Automatisierung oder eine Computerisierung, die gar nichts. Also weil ja auch Algorithmen nicht immer künstlich intelligent sind, auch wenn sie natürlich irgendwie lernen und sich verändern. Aber das ist auch so ein bisschen schwer, das zu trennen. Also insofern muss man auch immer tiefer schauen, ist das jetzt wirklich schon KI oder ist es einfach eine Routine, die über was drüber läuft. Aber ihr wolltet ein anderes Thema starten. Nö, das ist, du darfst auch gerne noch sowas nicht. Ich meine nur, ich schaue ein bisschen auf die Zeit und wollte eigentlich noch dich zu einem weiteren Feld fragen, wo du ja auch durchaus bekannt warst und bist und wo du auch viele Einblicke hast. Und das ist so Gamification und Gaming in Bezug auf Lehr- und Lernprozesse. Das ist zwar jetzt ein bisschen thematischer Schnitt, aber hat eigentlich, ja schon, aber hat ja eigentlich auch mit Beziehungsebenen zu tun, weil aus meiner Sicht von der Tätigkeit ist ja auch sich einlassen auf die Welt des anderen und unsere Kinder sind nun mal auch ganz häufig Gamer. Und in dem Bereich unterwegs. Das heißt, ich muss aus meiner Sicht schon offen auch auf diese Bereiche eingehen. Und siehst du da sozusagen
auch Elemente, die man übernehmen versuchen müsste und viel konsequenter vielleicht übernehmen müsste? Oder übernimmst du in deiner Lehre Bereiche, Elemente aus dem Gamification-Paketen, Aspekten? Also ich mache ja weniger Gamification als Game Design. Also mich interessiert, wie man irgendwie durch Spiel Beziehungen verändern kann, Beziehungen untereinander, aber auch zu Raum oder auch zu Objekten. Und da ist natürlich auf jeden Fall was, was man auch für andere Bildungsprozesse mitnehmen könnte, dieses Moment des Scheitern einfach ein ganz wichtiger, essentieller und nicht schlimmer Teilbereich von Spiel irgendwie ist, dass es auch so dazugehört. Das ist ja was in Lernprozessen manchmal immer noch nicht so wahrgenommen wird oder es wird vielleicht wahrgenommen, aber man hat trotzdem irgendwie so Hürden und das fällt im Spiel durchaus leichter, weil man ja weiß, ich kann einfach wieder neu probieren und im Spiel ist das egal. Also so dieses Moment, dass ich es einfach probieren kann und nichts Schlimmeres passieren kann, als dass ich es halt nochmal probieren muss. Oder ich irgendwie mit meiner Spielfigur in einen Graben gelaufen bin, da muss ich halt nochmal ein Level restarten oder zu meinem letzten Speicherpunkt zurückgehen. Das setzt eigentlich relativ viel an so experimenteller Freude frei oder auch an, ja, ich sage immer, Flexibilität im Problemlösungsdenken, dass man sich immer wieder nochmal einen neuen Weg für was überlegt. Das finde ich für Bildungsprozesse generell sehr interessant. Aber ich habe jetzt nicht, also klar, weil es gibt ja auch diese gezielten Gamification-Ansätze, die ja dann immer sind, dass ich Elemente aus dem Spiel rausnehme und eben in Bildungsprozesse reinbringe, im Sinne von, dass da aber ja nichts gespielt wird, sondern dass ich dann beispielsweise Punkte dafür kriege, dass ich mich 5-mal gemeldet hätte oder so. Das ist jetzt keiner meiner Schwerpunkte, das zu verfolgen, weil ich da auch eher die These vertrete, dass das nur so eine kurzzeitige Motivation ist, die dann aber auch eigentlich von dem eigentlichen Bildungsanliegen sich so weit entfernt, dass es nicht so gut meines Erachtens funktioniert. Was aber sehr schön funktioniert, ist, wenn beispielsweise junge Menschen so zu ihrer Lebenswelt ein Spiel gestalten können, um dann andere daran teilhaben zu lassen und also dadurch irgendwie auch nochmal in Austausch zu kommen. Das finde ich sehr spannend. Das ist einerseits ein super Lernprozess für die Leute, die das Spiel sich überlegen, weil die müssen natürlich auch überlegen, wie kann ich Aufgaben so gestalten, dass es anderen Spaß macht, was über das zu erfahren, was ich eigentlich interessant finde. Und gleichzeitig nehmen auch die das dann spielen, ganz viel mit und tauschen sich untereinander aus. Also das würde ich immer empfehlen, das zu machen. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Ja, wir haben dazu eine Wortmeldung. Ich würde die mal kurz reinnehmen und schalte mal das Mikro frei. So, müsste jetzt eigentlich gehen. Ja, Das wird war. das schon. Wo? Hallo? Na, hallo? Geht an und aus. Nur Hört ihr einmal. schon was? Ich höre noch. Nee, wir hören noch nicht. Wollen Sie es nochmal probieren, bitte? Daniel, magst du es nochmal probieren? Jetzt, Oh, jetzt. das war ein Versehen. Also ich wollte gar nichts sagen. Das Ach bin da so. aus Versehen Ah, okay. reingekommen. Alles klar. Sie könnten jetzt was sagen, wenn Sie möchten. Oder was? Die Chance. Ja gut, das ist Okay. schade, schade, schade. Gut. Ganz was, jetzt sind wir kurz ein bisschen unterbrochen worden durch die Frage, wir dachten, die passt zu, aber also das, wenn du sagst, ihr spielerisch sozusagen was in ihr Leben mitnehmen, dann ist es aber auch doch was, was durchaus viel Raum braucht. Und dann sind wir ja in unserem Bildungssystem eigentlich an einem Punkt, der nicht so gut bestellt ist, aus meiner Sicht. Weil wenn man ehrlich sagt, ausprobieren und spielen braucht Platz und Raum und vielleicht keinen 30 Minuten, 45 Minuten Takt, dann sehe ich da schon ein bisschen Schwierigkeiten. Legt da nicht in dem ganzen Hybriden, was wir jetzt haben, eine große Chance, Räume zu schaffen? Ja, also klar, weil ich natürlich dann auch ein bisschen flexibler bin in meinem Raum und in meiner Zeit, die ich wann wie investiere. Aber ich kann natürlich Spiele auch anders, es kann ja Spiele auch in ganz konkrete, was weiß ich, Lernsituationen integrieren, indem ich sage, ah, was ist das Spiel, was ihr irgendwie gerne spielt und dann überlegen wir uns jetzt im Deutschunterricht Vorgeschichten für den einzelnen Figuren oder so und schreiben die. Oder wir versuchen uns zu überlegen, wie ein bestimmtes Buch, was wir eigentlich eh verarbeiten, als Spiel funktionieren könnte. Also man muss immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, wenn man weiß, welchen Slot man eigentlich hat, kann man immer auch mit Spiel arbeiten. Also ich fände auch
oder ich finde es auch interessant zu sagen, Spiel ist einfach eine Methode von vielen, um sich Bildungsanliegen oder Themen zu widmen. Aber natürlich, also wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie ein Urban Game für meine Schule gestalten, dann brauche ich schon eher so mindestens einen Projekttag, um das machen zu können oder so eine Ferienaktion. Oder eben, dass man sagt, es ist die folgende Wochenaufgabe, gestalten alle irgendwie ein Element für dieses Spiel, was sie dann wieder mitbringen, je nachdem, wie der Hybridunterricht dann gestaltet wird. Ja. Hier kommt ein. Es gibt ja auch. Kriegen wir Besuch? Ja, fliegender Besuch. Es gibt ja auch schöne Beispiele, wo zum Beispiel Romanwelten dann mit Minecraft nachgebaut werden oder ähnliche Dinge, also wo Schüler da auch aktiv werden oder sich, wie sie sich das vorstellen. Also gibt es ja auch schöne Beispiele zu sehen. Da ist Twitter ja auch immer gut. Da kriegt man oft solche wirklich tollen Projekte mit. Wenn ich auf die Uhr schaue, Judith und Jan, dann sind wir fast schon am Ende unserer Zeit. Time flies when you're having fun, sage ich immer. Das ist sehr schön. Jan, du kriegst die letzte Frage heute. Ja, genau. Während, ich sage jetzt mal provokativ, das Twitter-Lehrerzimmer noch auf Mitgliedersuche ist, bist du schon wieder bei TikTok? Und einige gehen mit, hast du gesagt. Dann kommt noch alles Mögliche gerade an News mit Corona. Was denkst du, wie schaffen das Einsteiger, mit diesen vielen, vielen Neuigkeiten am Puls der Zeit zu bleiben? Welchen Tipp, welchen Pro-Tipp würdest du da mitgeben? Du meinst den Wechsel zwischen den verschiedenen Plattformen? Alles, was gerade an News auf uns hereinbricht. Ja, okay, also man muss dann ab und zu auch ausblenden, aber ich glaube, alle, die jetzt hier sind, denen ist es ja vollständig klar. Und wenn ich ein soziales Netzwerk noch hinzufüge, muss ich an den anderen etwas reduzieren. Also ich versuche jetzt bei meinem Format es immer auch über Twitter zu teilen, dass man nicht auf TikTok sein muss, um das zu machen. Ja, Corona-News, ihr wisst ja, also wissen wir ja alle, dass wir damit erschlagen werden. Ja, was soll da jetzt mein Pro-Tipp dazu sein? Lasst euch nicht unterkriegen. Keine Ahnung. Also ich fand das schon ganz spannend. Trainiert den Algorithmus, dass er euch schöne Nachrichten zeigt. Ich fand es eigentlich ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, du machst es dann doch auch auf Twitter, dass du deine Zuhörer nicht zwingst, sich irgendwo einen Account zu machen. Das finde ich ja schon sehr cool eigentlich. Das heißt, du hast für dich schon irgendwie so ein Ding gefunden. Ja, das haben mir meine Studierenden beigebracht. Ah, okay. Aktiv beigebracht oder durch Verhalten? Haben Sie dich beraten oder haben Sie einfach... Gut, wir hatten ja jetzt eben... Nein, Sie sprechen schon mit mir und das hatte sich ergeben, weil ich einmal in einer Vorlesungssitzung erwähnt hatte, dass Sie sich bitte auf Instagram etwas angucken sollten, was ich mal gestaltet hatte. Und Instagram hatte dann aber in der Zwischenzeit seine Aufforderung, dass man sich anmelden soll, um was sehen zu können, so krass gemacht, dass man wirklich das nicht mehr angucken konnte. Und dann waren sie alle ganz, ganz schockiert, dass ich sie dazu zwingen wollte, das zu machen. Was jetzt gar nicht der Fall war, mir war das nicht bewusst, aber das hat mich doch nochmal sehr stark dafür sensibilisiert, dass eigentlich alle Inhalte immer zugänglich sein sollten. Also gerade wenn es darum geht, dass ich was vermitteln möchte. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch so eine Webseite dazu gemacht, eineminutewissenschaft.de, wo man dann über den Browser die ganzen Videos sich angucken kann, dass man eben nicht dahin muss. Wer dahin möchte, darf das gerne machen. Wer nicht dahin möchte, hat so trotzdem eine Chance zu sehen, was da passiert. Und das hat in Twitter jetzt eben dazu geführt, dass ein paar Leute das, was da passiert, jetzt eben quasi durch mich moderiert, interessant fanden und gesagt haben, sie möchten sich das auch mal anschauen. Aber manche haben auch gesagt, sie waren kurz da und denken, oh Gott, ich will nie wieder dahin. Also, aber ne, das sind ja alles Dinge, die wichtig sind. Also zu gucken und dann aktiv zu entscheiden, womit möchte ich mich intensiver auseinandersetzen oder nicht. Und da wäre jetzt dann eben das Twittern der einzelnen Elemente, was dann vielleicht dahingehend funktionieren könnte, dass man manche Inhalte ausblendet. Wobei Leute auch sagen, das ist noch viel krasser, weil wenn sie dann den Link anklicken, kommt danach irgendein ganz dramatisches Video, was sie auf keinen Fall sehen wollten. Und dann fühlen sie sich in der Browser-Version sicherer. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, durchaus. Ja, Judith, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute Nachmittag und für unsere Zuschauer. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Es war mit sehr vielen
durchaus Überlegungen, Ideen und auch, wie gesagt, ich finde diese ganze TikTok-Sache auch wirklich hochspannend und werde mir auch überlegen, das mit meinen Referendaren versuchen, mal umzusetzen für die Schule, dass man solche Formate versucht, runterzubrechen. Es ist für uns immer schwierig, weil wir natürlich, wenn man es nachbaut auf einer nicht originären Plattform, dann ist es zwar einsatzkonform für unsere Schule, aber natürlich verliert es auch ganz stark seinen Reiz. Für viele Schüler ist immer meine Vorstellung. Bin mir nicht so sicher. Ich Jetzt haben sehe wir die. Ja, jetzt war gerade ist das, der genau. Ton Ja. weg. Der Ton war weg. Ja gut, ich habe nur gesagt, dass ich glaube, wenn man etwas nachbaut, also dass es in der Schule datenschutzkonform und alles verwendet werden kann, diese Videos auf die Art nachbaut, aber es eben nicht TikTok zum Beispiel ist, dass es dann schon wieder eine didaktisierte Hürde vielleicht darstellt, die auch den Reiz der Interaktion ja wegnimmt, was du ja beschrieben hast am Anfang, dass die Reaktionen der Studierenden ja auch einen großen Teil der für dich dann Akzeptanz und Arbeit ausmachen. Es ist echt so die größte Hürde, vor der man eigentlich steht, ne? Das so miteinander gegeneinander abzuwägen. Also das geht euch ja jetzt in den Schulen wahrscheinlich eh permanent so, ne? Mit welchen Tools könnt ihr überhaupt arbeiten? Dann geht das wieder nicht und das wieder nicht. Also klar, das muss dann ausgehandelt werden. Also das finde ich auch, ist echt keine einfache Entscheidung, wie man da dann vorgeht. Ja, wenn Microsoft TikTok kauft, dann können wir es ja vielleicht irgendwann benutzen. Dann folge ich euch dann, ne? Ich gucke Genau. dann, was ihr treibt. Gut, Judith, schönes Schlusswort. Jan, wir verweisen nochmal kurz auf unsere nächsten Sendungen. Sie finden die Sendung auch ab Samstag auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal zum Nachschauen, wenn Sie es nochmal anhören wollen oder wenn Sie es weiterempfehlen wollen. Judith, vielen herzlichen Dank. Auf bald Dankeschön. mal. Hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, du bist auch gerne hergekommen, wissen wir, aber dir hat es auch Spaß gemacht, hoffe ich. Und auf bald. Auf Mach's gut. bald. Ciao. Dir auch.